informeller Branchentreff nach der Sommerpause. Neben dem herausragenden Buffet und der ebenso jährlich stattfindenden Weinverkostung diskutiert man über die aktuelle Situation am Immobilienmarkt. Das Jahr 2015 hat sich dadurch ausgezeichnet, dass sehr viel Geld am Markt ist. Erstmals investieren auch amerikanische Fonds in Österreich. Das liegt am schwachen Euro. Preise sind enorm gestiegen. Also wir haben im Vergleich zum Vorjahr am Investmentmarkt einen Anstieg bei Core-Immobilien von über 20% erlebt und werden auch heuer einige Rekordrenditen erleben. Also die wirklich renommierten Veranlagungsgesellschaften legen heute sehr großen Wert auf exakte Bewertungen. Und das ist auch wichtig, weil mein Schlagwort ist immer, die Finanzkrise ist eine reine Bewertungskrise. Würden die Werte stimmen, hätten wir keine Finanzkrise. Meine Erwartungen sind nicht erfüllt worden, da der Markt absolut überhitzt ist, überliquid ist und das gute Produkt immer seltener wird. Ich befürchte fast, dass sich eine zweite große Blase jetzt abbildet. Ich glaube, generell profitiert die Immobilienbranche derzeit von den niedrigen Zinsen, von dem sehr starken Veranlagungswillen, sowohl in dem Assetklassen, wo wir tätig sind, als zu Immobilienanlagen gehen, nämlich Büro, aber auch im Wohnen. Und ich glaube, dass sich die Branche derzeit nicht beschweren kann. Wie sieht der Ausblick für 2016 aus? Wir sehen halt, dass ein großes Interesse von Investoren an Projekten besteht. Also so ist für uns für 2016 schon ein positiver Ausblick, auch Developments zu finanzieren. Ich glaube, das ist eine sehr spannende Phase und eine sehr herausfordernde Phase. Ich bin auch überzeugt, dass man das sehr gut lösen wird, weil das hat sich immer gezeigt, es muss die Zeit dafür reif sein, dann kommt plötzlich alles in Bewegung und dann geht es eigentlich. Ja, mein Vater hat immer gesagt, Holzauge sei wachsam. Ich hoffe, wir sehen mit beiden Augen in die richtige Richtung. Ich glaube, die Immobilienbranche ist sehr fokussiert und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, einmal eine Plattform zu bieten, wo man weg von der klassischen bürogetriebenen Kommunikation eine freiere Welt, und ich denke, dass sie gut angekommen und wir werden es auch nächstes Jahr wieder machen. Und wieder einmal, ein erfolgreiches und gelungenes Fest ist vorüber. Wir freuen uns jetzt schon auf das nächste Jahr.